Moin, moin, liebe Traderinnen und Trader, wir sind in der neuen Handelswoche angekommen und wir sehen es in der Überschrift hinten dran schon. Die Wahl treibt wieder mal die Kurse, die Wahl in den USA. Biden steht als offizieller Wahlsieger fest, auch wenn Trump das noch nicht so glauben möchte und die Börse ist beflügelt. Ich habe das gestern im Research am Sonntag ja auch schon geschrieben was wir hier vom Euro US-Dollar und auch vom Nasdaq unter anderem erwarten können. Wir schauen heute äh, wie am Freitag avisiert auch noch auf das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar und natürlich sehr sehr gerne auf den ein oder anderen Wunschmarkt. Dazu bitte einfach reinposten in die Chats wie gewohnt auf Facebook oder auch auf Zoom. Ich kümmere mich dann gerne um den ein oder anderen Wunschmarkt. Ich mache gerade noch mal den Check. Ich hoffe, es passt alles. Zoom kommen Meldung zurück. Daumen hoch. Ich freue mich, wenn da Ton und Bild gut sind. Facebook auch Klasse, <laughs> hervorragend. Also, wenn jemand Lust hat, den ein oder anderen Wunschmarkt mal reinzubekommen, Los, posten. Ich kümmere mich gerne im Anschluss drum. Das Ganze ist hier genannt. Dann kommt jetzt noch der Risikohinweis. Den bitte ich vorab, wie immer, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das. Und dann hätte ich gerne an dieser Stelle hier mal noch einen Risiko-, äh, Quatsch, einen Risikohinweis. <laughs> das ist ja Käse. Ja, Risiko schon wegen Corona-Risiko. Thema WOT, die findet natürlich. Dieses Jahr auch statt. Leider nicht vor Ort in Frankfurt. Ist schade. Ich hätte mich gefreut, den ein oder anderen hier an dieser Stelle mal wieder ja, persönlich äh, zu sprechen. Aber gut, es ist wie es ist. Corona ist allgegenwärtig. Wir passen uns da einfach an. So wie wir uns im Trading anpassen, brauchen wir hier auch die entsprechenden Strategien. Die World of Trading findet statt dieses Jahr als Online-Messe. Alle Informationen, bzw. auch das Thema der Anmeldung, gibt es hier ähm, bei Tickmill auf der Website. Ich poste Gleich mal noch entsprechend hier die Links in Facebook und auch in Zoom. Kurzen Augenblick. So, einmal rein da, zack. So, jetzt hat jeder den Link. Also einfach mal auf die Links draufklicken und dann einfach anmelden, dabei sein. Wir haben hier den ganzen Tag voll Action. Wir sehen es hier unten auch: den, äh, den Plan. Es geht morgens 9 Uhr los mit dem Martin Görsch und hört 16 Uhr. Der letzte Vortrag von meiner Wenigkeit dann um 16 Uhr auf. 16 Uhr machen wir dann Thema hier Jahresendrally nach der US-Wahl mit Covid-19. Da hängt natürlich der Wahlausgang auch noch mit drin, all die Sachen. Und ich wette, da wird es noch einiges an Spannungsumfeld geben. Also die groben Daten stehen ja da, aber es wird noch einiges an den Märkten passieren. Langweilig wird das garantiert nicht. Deswegen am Donnerstag unbedingt, wer die Zeit hat, reinschauen, wie ich schon gesagt die Liste mit Vortragenden ist lang. Wir haben den ganzen Tag hier, wie schon gesagt, von 9 geht es los, bis 17 Uhr sind wir hier am Ball. Da ist auch für jeden was dabei, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Gut, was dabei und sicher, ganz klar, der Blick in die Märkte. Ja? Ich sehe auch schon einen, <laughs> eine Frage. Öl, was wird mit Öl? Tja, Abschmieren sieht anders aus. Öl steigt jetzt erstmal ein bisschen. Ich erkläre nachher auch ein bisschen, an was das liegen kann. Zuvor allerdings natürlich erstmal hier der Blick in die Charts. Und wir starten mal durch mit dem NASDAQ. Wir fangen mal mit den Indizes an. Hier, da ist er, der NASDAQ im Stundenchart. Ho. Holla, die Waldfee. Wer den Chat oder den Chat von gestern gesehen hat, ähm, ich hatte den ganzen im Stundenchat drin, mit Absicht äh, im Stundenchat, weil das große Bild hier, ich gehe mal kurz auf den Tageschat rauf, keine Sorge, ich zoome es gleich mal noch ein bisschen ran. <laughs> hier, Guys, schaut euch mal die Woche an. Ich mache mal kurz die Wochenkerze an. Das Ding spricht Bände. Das ist Dynamik. Und das Coole an der Sache ist, wir haben jetzt wieder einen Aufwärtstrend, der in Richtung dieses läuft, ja. So, Punkt. Und was hat gehalten? Die 11.000-Punkte-Marke, klar. Wir sind durch die ganzen Volatilitäten auch ein bisschen runtergegangen, ja. An dieser Stelle, ja, ich bin da vom Trader-Typ her so, vom, vom Mindset her so, ich nehme das mit diesen Leveln hier unten nicht so eng bei der Betrachtung der Richtung, ja. Für die Stops muss man sich natürlich schon an gewisse Marke halten, aber... Wenn wir uns diesen Trend hier jetzt mal anschauen wollen, ich zeichne den mal ganz kurz an, der ist ja weiterhin intakt und dieses ganze, sage ich mal, Geplänkel vorne rum ähm, hat halt dafür gesorgt, dass wir hier deutlich nach unten gekommen sind, ja, dass wir zwischendrin ähm, eine kleine Abwärtsbewegung gehabt haben. Ganz klar, diese Sequenz hier nach unten hin, die war natürlich da, aber es ist, wie es ist. Wir haben hier den Aufwärtstrend da. Das sehen wir sehr schön in der Woche. Und wir haben jetzt auch eine schöne Situation hier unten am Supportbereich. Schaut euch das mal an. Wir haben hier unten um die 11.000 Punkte Marke. Da sind sofort immer wieder Käufer reingekommen, wenn wir in diesen Bereich reingelaufen sind, der den Markt nach oben gebracht hat. Und was haben wir jetzt im kleineren Bild? Schaut es euch an hier haben wir jetzt wieder einen Aufwärtstrend auf der Tagesbasis, der kurz unter dem Allzeithoch schon steht und wieder in Richtung des ganz, ganz großen Bildes steht. Das ist jetzt wirklich hochinteressant. Warum und was macht das so hochinteressant? Die Börse spielt momentan ganz klar die Hoffnung, was sich unter beiden alles ändern wird. Man muss dazu sagen, für die Wirtschaft. War Donald Trump in den letzten vier Jahren kein schlechter Mann? Ja, wir haben es gesehen. Die Börsen sind gestiegen, die Wirtschaft in den USA hat sich verbessert, die Arbeitslosenquote ist nach unten gekommen. Also alles in allem, was das Thema der Wirtschaft angeht, ähm, ist das nicht so schlecht gelaufen, wenn wir uns die Indizes auch mal anschauen. Schön steigende Kurse deutlich volatil teilweise, aber es ging nach oben. Unter Biden wird alles ein bisschen anders werden. Ja, es wird auch einen Biden geben, der sozusagen die US-Wirtschaft stützen möchte, der auch ganz klar sagt: Ich möchte, dass ganz viele unserer Produkte, die unsere Bürger kaufen, in den USA auch produziert werden, einfach, weil das Arbeitsplätze schafft. Das kann man auch verstehen. Ähm, das wird allerdings im Endeffekt nicht dazu führen, dass hier ein extremer Protektionismus stattfindet, sondern Biden ist ja auch jemand, der weiß schon ganz genau, wie bilateral Handel funktioniert und von der Seite her äh, wird das Ganze positiv werden, und das ist halt etwas, äh, was der Markt jetzt spielt. Der Markt spielt hier ganz genau die Wirtschaftsförderprogramme, die kommen werden. Trump ist noch im Weißen Haus, ja? er wird auch von heute auf morgen da nicht ausziehen. Im Januar ist erst die Staffelstabübergabe. Was bis dahin passiert, wird sich zeigen. Da kann es auch noch einige deutliche Rücksetzer geben, aber momentan. Momentan freut sich die Börse halt und das ganze Bild sehen wir halt an diesen massiv steigenden Kerzen hier an dieser Stelle. Und das Bild ähm, haben wir uns jetzt mal auf Tagesbasis angeschaut und ich habe das gestern mit Absicht hier reingestellt, wohlwissend, dass wir wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, über die Nacht nach oben ausbrechen und dann nochmal in die Korrektur reingehen werden. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen edukativer Effekt auch das, was wir hier oben haben, ist so ein sehr, sehr schönes Kontraktionsmuster. Schaut mal, wir sind im, im, im Stundentrend, ist das Ganze ersichtlich, wie der Markt sich hier schön nach oben geschlängelt hat. Und hier oben an dieser Stelle, da hatten wir dann hier diesen Bogen nach unten, also dieses hier, was wir in etwa haben. Und hier eine finale Kontraktion über ein paar Stunden und hier kam dann entsprechend der Ausbruch oben drüber, der sich jetzt nach oben schlängelt. Und die Frage ist jetzt natürlich, was passiert hier an dieser Stelle an den unteren Leveln? Das heißt, wie verhält sich die Korrektur in diesem Bereich. Was sehen wir hier? Sehen wir hier einen Korrekturkanal, wo der Ausbruch einfach nach oben kommen kann? Sehen wir hier einen trendigen Test zur Unterseite hin? Das wird sich alles zeigen, aber wir sehen entsprechend, der Markt nach oben ist halt jetzt im Angriff und wir stehen halt kurz unter dem Allzeithoch und das ist halt eine riesengroße Chance auch für die kurzfristigen Trader, denn das Thema Allzeithoch ist hochinteressant hier an dieser Stelle. Ich will jetzt hier keine negativen Sachen spielen, ja, aber diese Drehpunkte sind extrem wichtig, weil, schaut mal hier, wir sind über dieses Zwischenlevel, über dieses Zwischenhoch bei 12.256. Sind wir deutlich drüber gelaufen? Jetzt kommt es hier möglicherweise zum Retest. Und deswegen sind diese Level so interessant, auch für die kurzfristigen Trader, ja, auch wenn es jetzt schon vorbei ist, der Ausbruch oben drüber, wir haben hier weiter Chancen, weil aus diesem ehemaligen Widerstandslevel ist jetzt logischerweise ein Unterstützungslevel geworden. Und wenn wir hier drauf gehen in die korrektive Phase rein, dann müssen wir einfach nur mal schauen, was passiert denn jetzt mit diesem Schub? Und wir haben ja gerade gesehen, wie die Kerzen sich gestalten. Ne? Wir haben jetzt schön den Abwärtsschub nach unten. Und das schauen wir uns jetzt mal in den fünf Minuten an. Das ist nämlich jetzt das Interessante, wie sich das Ganze verhält auf dem Weg nach unten. Da sehen wir nämlich, dass wir hier in dem Ausbruchsschub nach oben schön den Trend hatten, hier nach oben rein. Schaut euch das mal an, hier. Das ist der Trend, nach oben hin zu laufen. Und wir sehen jetzt auch ganz klar, die Korrektur, die wir jetzt sehen, die läuft trendförmig. Und jetzt ist aber das Interessante, schaut euch mal dieses Level an. Das ist jetzt ein kurzfristiges Support-Level. Auf dieser Stelle. Das nächste kommt aus dem Ausbruchsbereich der Stunde. Und hier wird es jetzt wirklich interessant. Laufen wir hier deutlich drunter unter dieses Tief hier unten. Dann haben wir jetzt einmal eine Situation der Ausweitung der Korrektur. Dann hält dieser Support sozusagen, dieser Mini-Support. Ja, wir sind hier bitte schön im 5-Minuten-Chart. Das hat nichts äh, von der Stärke her damit zu tun, ähm, wie wir jetzt im Tageschart oder im, im Stundenchart aufgestellt. Ja, nur dieses Level hatte in den 5 Minuten halt Relevanzen, weil wir hier drüber halt auch ein bisschen verharrt sind. Sollte es hier drunter gehen, wie schon gesagt, ist der nächste Auffangbereich auch mal relativ schnell aufgemacht, hier unten. Da sehen wir es. Kurz unterhalb der Schwankungsbereiche, die Marke von 12.200 um die 30-Punkte-Marke hat hier im 5-Minuten-Chart nach dem ersten Rutsch nach oben kurz innegehalten. Und das ist das Interessante. Und da müssen wir uns jetzt nur hinstellen und schauen, wo dreht der Markt denn rum? Und das ist jetzt das Interessante wenn wir nämlich hier die korrektur abpassen und dann die umkehr bekommen dann haben wir gute chancen den nächsten rutsch nach oben so er denn stattfindet hier zum allzeithoch auch direkt aus den kleinen zeiteinheiten rauszubekommen und das ist das schöne das ist schon jetzt sehr sehr gut planbar wo auch die käufer nach uns kommen nämlich und das wie ich schon gesagt das ist jetzt das kleine ne? hier das aktuelle Tageshoch oben um die Marke von etwas über 12.400 Punkten. Und dann haben wir hier zwischendrin noch was Kleines. Das hat jetzt noch nicht ganz so die große Relevanz, aber hier dieses kleine Zwischenhoch um die 12.360. Das wäre mal bei einer Umkehr auch ein Anlaufpunkt für diejenigen, die das kurzfristig nach unten treten, wo hier möglicherweise Orders liegen. Aber wie schon gesagt, das sind jetzt die fünf Minuten. Die wir korrekturtechnisch für die Stunde betrachten. Und hier müssen wir einfach sehen, wie es weitergeht. Ne? Und wenn wir das Ganze uns mal anschauen wollen hier an dieser Stelle, wenn wir uns mal den kleinen Zeitrahmen reinnehmen, schaut mal hier, das ist der starke Move nach oben. Und wenn der jetzt ein bisschen korrigiert, schaut mal. Der kann ja tief tief reingehen und die Hälfte fängt hier unten unter 12.200, also 12.150 bis 12.100. Das ist mal ein mittlerer Bereich, wenn wir da die Umkehr bekommen. Und das ist dann hochinteressant, wenn wir dort die Trendformation, die Wendeformation in dem kleinen, in der in den 5 Minuten sehen, was ich gerade anskizziert habe. Das wäre dann wirklich sehr, sehr interessant für die Oberseite zu sehen. Also hier bleibt es mega spannend, wie sich diese Korrektur entwickelt und dann den Weg nach oben Richtung Allzeithoch läuft. Das hier. Hier ein kleiner Blick heute Morgen in den Nasdaq rein. Ja, und ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir weiter mit den Währungen und zwar blicken wir jetzt mal in Australdollar-US-Dollar, dann gehen wir auf den Euro ein und dann kümmere ich mich direkt um die entsprechenden Fragen. So, und beim Thema Australdollar-US-Dollar, da wird der ein oder andere jetzt gespitzt mit den Ohren am PC sitzen und sagen, ui! Das hatte der Seidel doch schon mal in die Long-Geschichte, ja, ähm, aus der Woche raus, ja. Das ist auch weiterhin immer noch so, ähm, und ich bin hier ähm, ja überzeugt, äh, dass wir hier irgendwo eine Entscheidung bekommen werden, weil äh, wir haben es gesehen: Die Woche ist halt jetzt aufwärts gerichtet, und das ist die unsaubere Phase. Und wir sind jetzt Stand letzte Woche Schlusskurs letzte Woche sozusagen ähm, sind wir hier oben über eine wichtige Marke gelaufen, nämlich hier oben über. Dieses kleine Zwischenhoch hier in diesem Bereich, da sind wir drüber gelaufen. Und jetzt haben wir hier den Schub nach oben. Und das ist weiterhin, das ist weiterhin dieses Hin- und Her-Reisen oder dieses Hin- und Herwackeln zwischen der Trendentstehung oder der Trendfortsetzung. Und das ist interessant. Wir schauen uns das Ganze gleich mal noch auf Tagesbasis an. Nämlich aus dem Grund ist das interessant, weil wir hier halt in der Woche schon den Aufwärtstrend haben. Und das ist jetzt die Korrektur. Und die fängt sich momentan immer wieder hier unten um die 0,73 in etwa. Und jetzt läuft der Markt halt wieder hoch. Und das ist jetzt sozusagen die zweite Chance, die wir haben. Die erste haben wir hier schon mal nach oben gesehen. Dann kam der Abverkauf, der hat aber wieder hier unten angehalten. Der Schub nach oben. Und da wird es jetzt interessant, was geschieht hier oben am Hoch dieser Wochenkerze. Weil hier diese Kerze die hat hier oben ihr hoch und hier unten ihr tief und alles was wir hier in den letzten Wochen gesehen haben ist innerhalb dieser Kerze. Das heißt, das ist dieser Schwankungsbereich und ein Ausbruch zur Oberseite wäre hier sehr sehr bullisch zu sehen, weil der würde dann tatsächlich das ins Rollen bringen, was wir aus der großen Analyse schon rausgezogen haben, nämlich den Weg hier oben rein Richtung dieses Widerstands um die 0,74150 um dann weiter die Oberseite anzulaufen. Und da haben wir noch einiges stehen hier. Wenn wir das raufnehmen, schaut mal, da haben wir hier noch einige Anlaufmarker. Ich kreise die jetzt nur mal ein, was hier kommt. Schaut mal, hier haben wir einen Punkt liegen, hier oben dann den nächsten. Da ist noch einiges da und hier die Schwungbereiche unten drunter, die sind auch noch sehr, sehr einladend. Und das ist spannend und das ist wirklich hochinteressant zu sehen. Und wir sehen, was hier auf Tagesbasis passiert. Hier, das ist die Seitwärtsphase auf Tagesbasis im kleineren Bereich, wie wir sie jetzt haben. Und da ist der Markt jetzt tatsächlich drüber gelaufen. Und das ist das hochinteressante, jetzt mal zu schauen, was hier passiert, wie sich die Korrektur entsprechend entwickelt. Und da haben wir halt auch hier oben drinnen das Ausbruchslevel da. Das ist jetzt ein, ein, ein sehr, sehr naher Supportbereich sozusagen. Deswegen mache ich das mal kurz in grün. Jo, und wenn sich hier wieder entsprechend Stärke, eine Stärkekorrektur aufbaut über diesem Level hier, über der 0724. Das wäre ein sehr, sehr sauberes Zeichen. Und wenn wir uns das mal kurz noch in der Stunde anschauen wollen, dann sehen wir, dass wir hier schon ein schönes Verharren auf dem hohen Niveau haben hier in diesem Bereich. Und wenn es hier nach oben weitergeht, das wäre schon sehr, sehr positiv zu sehen. Aber wir müssen warten, was hier passiert. Aber der Weg nach oben, der scheint jetzt. Der Weg zu sein, den man hier sehen möchte, sozusagen. Und das ist halt auch das, was man hat, wenn jetzt der US-Dollar weiter schwächelt, dann geht es halt hier im Austral-Dollar-US-Dollar weiter nach oben. Und deswegen spielt das Ganze hier dem Austral-Dollar-US-Dollar auf der Long-Seite so ein bisschen in die Karten. So zumindest die Tendenzen, die wir hier an dieser Stelle sehen. So, das zum australdollar us dollar Und damit gehen wir jetzt direkt rein in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Hier haben wir einen Schön long, schön bullisch. Was ist passiert? Ich hatte das im Blog gestern auch geschrieben, im Research am Sonntag. Hier unten war ein Bereich unter 1,17. Da hat man schon gedacht, ai 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 ai. wenn wir uns dieses ganz große Bild mal anschauen, was wird hier werden? Wir hatten hier oben eine Umkehrformation. Wir hatten hier in diesem Bereich die Nackenlinie. Dann ist der Markt hier wirklich ordentlich drunter durchgerutscht. Hier der Abverkauf unter die Marke von 1,18. Dann sind wir wieder hochgelaufen und dann der nächste Rutsch nach unten. Und dann kam wieder hier die 1,17er Marke ins Spiel. Die wurde deutlich abverkauft. Ja, und dann kam das Level hier unten um die Marke von 1161. Das ist hier das Level gewesen, was beim letzten Test für ordentlich Kurssteigerung gesorgt hat und jetzt schon wieder. Und das ist jetzt das Hochspannende an dieser Stelle, diese starke Dynamik, die wir hier sehen die spielt jetzt auch schon wieder das was kommen kann und zwar die Maßnahmen in den USA die werden mit guter Wahrscheinlichkeit den Dollar etwas schwächen ja wir haben ja gehört letzte Woche die Fed die sieht aktuell den Bedarf die US Wirtschaft zu stützen ja, die sieht die Probleme die da sind und das ganze wird die Fed auch auf den Plan rufen das heißt die Fed hat ja schon gesagt wir haben genug Power um Unterstützungsmaßnahmen reinzubringen das treibt die Märkte das macht den US Dollar schwächer Schwach. Und dann die anstehenden äh, Wirtschaftspakete, die mit Sicherheit durch die beiden Administrationen dann auch kommen werden. Da ist ja auch viel Geld da. Da sind die Arbeitslosenstützungsprogramme drin. Da sind sozusagen Konsumchecks, die an Haushalte mit besonders schlechten Einkommen verteilt werden sollen, um die Konjunktur zu stützen. Das wird alles mit guter Wahrscheinlichkeit kommen oder zumindest kommen können. <laughs> Und das spielt sozusagen der Markt. Und das schwächt natürlich jetzt den US-Dollar. Und der, die Schwäche treibt hier den Euro an. Und wir sehen es, wir sind mittlerweile in der Situation, dass wir hier zum Wochenschluss über das Vorwochen, also über das letzte Hoch hier im äh, Tagestrend gelaufen sind. Das heißt, im ganz großen Bild laufen wir mittlerweile. Wieder nach oben rauf. Und das ist jetzt das Schöne und das Spannende zu sehen. Wenn wir uns das Ganze nämlich mal im Stundenchart dann anschauen wollen, da sehen wir den Auflauf hier schön zur Oberseite hin. Und wir sehen hier momentan auch ein schönes Dreieck. Das ist ein tolles, tolles Zeichen für die Stärke, auch wenn wir natürlich nie ausschließen können, dass es zu einer Korrektur kommt. Aber, sorry, für das kleine machen, ich mache es gleich wieder ein bisschen größer. Wir haben jetzt an dieser Stelle, wenn wir uns diesen Lauf nach oben angucken, die nächsten Ziele schon wieder vor Augen. Hier. Schaut euch das mal an. Dort das Zwischenhoch um die 1,19,17 und dann hier oben rein in Richtung Jahreshoch. Dort oben haben wir es liegen um die 1,20,11,5. Das war das Hoch hier oben. Damit haben wir schon mal sehr schöne potenzielle Anlaufpunkte zur Chartoberseite. Und wer sich da jetzt hinsetzt und sagt, okay, der Tag läuft schon wieder oben rauf, die Woche ist natürlich auch oben rauf verortet, also auf die steigenden Kurse. Das kann man sich doch irgendwie zunutze machen, wenn die ganzen Kurse dort nach oben hin steigen. Einfach mit dem Flow mit reingehen. Und das ist das, weshalb ich da gerne auch auf die Stundentrends auch schaue oder von mir aus gerne auch auf den Vier-Stunden-Trend. Das spielt hier keine große Rolle. Das Bild ist ja das Gleiche. Ne? Ähm, man muss einfach nur in diesem Sinne schauen, wenn man diese starke Aufwärtsdynamik jetzt sieht. Mir persönlich optisch gefällt da der Stundentrend ein bisschen besser, weil wir hier schön die Schwünge sehen. Die wir oben rein hatten. Und wir sehen halt hier im Stundentrend auch ganz schön, wie, das letzte, wie, der, wie der letzte Bereich sich hier ausgestaltet, dass wir wirklich hier als korrektives Muster dieses steigende Dreieck oben haben, hier oben der Deckel drauf, unten sehen wir, die, Verkäufer kommen, äh, die Käufer kommen immer früher mit rein. Das sind schon Anzeichen dafür, dass der Markt wirklich nach oben möchte. Man hat zwar immer auch ein bisschen das Risiko, dass wir hier mal nach unten abziehen, ähm, ganz klar, aber da sehen wir halt auch im Stundenschart gut planbare Anlaufpunkte. Ne? Das wäre mal hier unten dieser Ausbruchsbereich um die knapp 1,185. Da hat man schon einen Zwischentief gehabt. Der erste Lager, dann hätten wir hier das Zwischentief aus diesem trendigen Verlauf nach oben, die Marke von etwas unter 1,18. Ja, und was haben wir dann, schaut mal hier, dann haben wir hier unten dieses Drehlevel, als wir hier über. Dieses Zwischenhoch drüber gelaufen sind, das war die 1,17, naja, um die 70. Und hier in diesem Bereich sehen wir auch ein Muster, was ich gerade schon hatte. Schaut mal hier, das ist genau das Gleiche. Das ist halt diese Dreieckskonstellation nach solchen Upmoves nach oben. Und die haben halt gute Chancen, zur Oberseite auszubrechen. Und das muss man so ein bisschen auf der Uhr haben. Wie schon gesagt, prallen wir hier oben erstmal raus. Aus diesem Dreieck von oben äh, nach unten durch, dann haben wir, wie schon gesagt, die Anlaufpunkte da, wo möglicherweise auch im Sinne der laufenden Aufwärtsdynamik die Pivot-Levels sind, also die Drehpunkte für die korrektiven Phasen. Das ist durchaus drinnen. Da müssen wir einfach jetzt nur hinschauen, wo es reingeht. Ansonsten, wenn es hier einfach dynamisch nach oben rauf geht, wir haben es gesehen. Aus dem Tagesschatt. Da kann ich jetzt ruhig mal aus der Stunde in den Tag gehen, weil das so weit nicht weg ist. Hier das nächste Zwischenhoch hier drüben um den Drehbereich, etwas über der Marke von 1,1915. Das sind hier die Level auf der Oberseite. Das ist sehr, sehr schön. Aktive Trader sind herzlich willkommen hier im Euro-US-Dollar. Das Momentum um die US-Wahl ist da und das lässt sich sehr, sehr schön auch traden. So. Ju, was haben wir? Also US-Dollar, japanischen Yen haben wir gefragt, Euro, schwedische Krone und Öl, soll ich mal schauen. und US-Dollar kann Dollar. Candler. Euro, US-Dollar haben wir schon, das hatten wir gerade besprochen, dann legen wir mal los hier, machen wir flott durch, die Zeit, die rinnt uns durch die Finger. Die Börse macht auch gleich auf, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, dass wir hier früh gleich 9 Uhr, dann wenn die Händler in den Markt kommen, die entsprechenden Setups auch mit beschauen können. Wir legen mal los hier. Zuerst, das war die erste Frage, Öl. Wie geht es im Öl weiter? Öl steigt ein bisschen momentan. Wir sind natürlich hier verortet weiterhin im Abwärtstrend, ganz klar. Öl ist jetzt ein bisschen am Aufstieg. Wir haben letzte Woche ein bisschen oder deutliche Rückgänge bei den Öllagerbeständen gesehen. Trotzdem Druck von oben nach unten. Jetzt sinkt allerdings der, der US-Dollar relativ stark. Das könnte hier das Ganze ein bisschen nach oben pushen. Aber ich bin mittelfristig weiterhin der Überzeugung, dass diese großen, großen weltweiten Anstrengungen, den Ölbedarf zu reduzieren oder generell den Bedarf, an fossilen Brennstoffen zu reduzieren, schon dafür sorgen könnte, dass wir mittelfristig wieder deutlich tiefere Kurse sehen. Nur das sind alles nur Vermutungen meinerseits. Ich, ich hänge mich als Händler. In meine Vermutung rein, sondern ich warte immer auf das ab, was der Markt hier spielt. Und das, was der Markt hier spielt, ist momentan eine kleine Gegenbewegung auf den Kursrutsch der letzten Tage. Hier oben im großen Bild sehen wir es weiterhin, wenn wir uns das mal anschauen. Wir sind nach unten verortet. Wir haben die Aufwärtsdynamik, die hier noch so ein bisschen gelaufen ist, rausgenommen, definitiv. Und wir trennten hier sozusagen auch definitiv nach unten. Also hier der letzte Schub. Wir sind ja verortet im Abwärtstrend. Das ist einfach da. Und im Kurzfristbereich brauchen wir jetzt zwei Marker, die wichtig sind. Das ist ist zum einen mal hier unten das Zwischentief. Bitte hier, ich kann das nicht so genau an die letzte Marke ranklinken hier unten. Also das Tief vom Freitag äh, sozusagen der Wochen, das Freitagstief, das haben wir gehabt bei ähm, 3695. Das ist jetzt entscheidend. Wenn es hier drunter durchläuft, haben wir dann wieder einen kleineren Trend, der hier reinläuft. Die Korrektur kann ohne weiteres nach oben laufen, ohne Probleme hier. Haben wir den nächsten Anlaufpunkt, das Zwischentief hier um die 3846 und für die aktiven Schwedder. Macht es natürlich Sinn, hier mal reinzuschauen. Und da sehen wir jetzt momentan den Auflauf halt nach oben. Das ist der Start der korrektiven Phase. Und da sehen wir momentan ganz klar einen Marker hier an dieser Stelle. Und zwar sehen wir hier nach diesem Aufwärtsschub diese bullische Flagge. Die haben wir jetzt hier. Die können wir nicht wegdiskutieren. Und wenn die nach oben ausbricht. Dann wird es sehr, sehr interessant. Dann haben wir nämlich hier ein ganz klares bullisches Szenario für eine Korrektur. Und wenn wir da mal einfach anschauen wollen, wo wir ranlaufen können, von hier aus erstmal natürlich hier oben über das Zwischenhoch drüber. Und dann haben wir noch weitere Anlaufpunkte hier einfach an den Hochs, an den kurzfristigen Hochs, die wir dort hatten. Ähm, die sind definitiv auch da. Und das, wie schon gesagt, ist hier oben die etwas über oder um die 39,20 in diesem Drehbereich. Dann haben wir hier an dieser Stelle die Kurse um die 38,75 bis 80. Dieses Level und dann hier an dieser Stelle über oder um die Marke von 38. Was haben wir hier? Um die 40. Diese Marke haben wir oben definitiv da und das bleibt spannend. Wie ich schon gesagt, wenn es hier nach oben rauslupft, das wäre dann eine korrektive ähm, Phase und dann haben wir den Weg nach oben definitiv da. Kauft der Markt natürlich komplett wieder ab, verkauft. So, man kann ja nicht abkaufen, man kann ja nur abverkaufen. Dann steht der Wert nach unten da. Erster Auffangbereich, den ich hier mal sehen würde, wäre hier dieser Drehbereich unten um die 37, 30 bis 37, 35, als wir hier unten rausgelaufen sind. Das wäre mal sehr, sehr interessant zu sehen. Beziehungsweise, wenn wir uns jetzt das Ganze mal im 5 minuten chart auch anschauen wollen, da sehen wir es halt. Das ist jetzt der Lauf nach oben und da sehen wir auch, dass dieser Schub so dynamisch kam, dass hier auf dieser Strecke nach oben nicht wirklich viel ist hier gab es im 15 Minuten Chart mal ein kleines bisschen Durchatmen? Das heißt, dieses Level hier unten, dieses Schwunglevel hier im Durchatmenbereich um die 3760, der ist schon interessant. Der Bereich für einen Schnapper nach unten. Möglicherweise sehen wir dann erst den Ausbruch nach oben hin. Aber die Flagge ist halt da und wir sehen halt hier auch das trendige Verhalten in dieser Flagge, was wir hier haben an dieser Stelle. Also diesen Trend nach unten, den wir hier am Laufen haben. Ne? Der ist da und der wird jetzt korrigiert. Und wenn wir dann hier oben drüber rausfliegen über dieses Level, ist dieser Trend beendet. Das spricht dann für den Ausgang aus dieser Flagge. Und wenn wir dort dann sozusagen das ganze Bild so weiterführen, dann haben wir den Aufwärtstrend und dann schieben wir die Korrektur weiter voran in die Marker nach oben rein. Das hier mal so als. Sag ich mal, Erwartungsplanung für das, was im Öl heute auch passieren kann. Also möglicherweise durchaus etwas korrektive Phase an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, ein sinkender US-Dollar. Stützt natürlich die Kurse von den Rohstoffen ein bisschen. Das sehen wir ja auch, wenn wir auf äh, den Goldpreis schauen. Der ist ja auch wieder deutlich nach oben. Ne? So viel zu dem Thema. Wir müssen Gold immer nur short handeln. Nein, der Support hier unten hat gehalten. Das Ganze läuft dynamisch auch nach oben rein. Das Gleiche sehen wir auch im Silber. Wir hatten ja letzte Woche das Silber-Setup besprochen. Auch hier der Einstieg unten raus, der Bruch hier über die 24,50 hat uns schön nach oben geführt. Jetzt sind wir hier am Widerstand verortet. Die Ziele oben sind weiterhin intakt. Der Aufwärtstrend in Klein ist weiterhin auch da. Also auch hier läuft alles genau in diese Schiene rein und der schwächere US-Dollar treibt das Ganze hier natürlich auch mit an. Das also arbeitet hier schön momentan Hand in Hand. So machen wir weiter mit den Währungen. Wir starten mit us dollar Cannes-Dollar und dann kommt noch US-Dollar-Yen und äh, Euro-Schwedische-Krone. Witzig diese Währung. Schön, dass ich endlich mal auch was hiermit initiieren konnte in den Nebenwährungen, dass immer mal hingeschaut wird. Das macht nämlich Spaß. Man muss nicht immer nur den Euro traden. Wir haben viele, viele Währungen, die wir hier uns unter die Lupe fürs Trading nehmen können. So, hier haben wir jetzt das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Das ist ganz klar, der US-Dollar schwächelt. Wir bekommen dafür entsprechend den Schub äh, hier nach unten äh, und deswegen fällt das Ganze hier momentan wie ein Stein. Wir sehen es hier im Stundenchart, das Ganze ist dynamisch nach unten gerichtet. Wir nähern uns momentan einer charttechnisch interessanten Marke hier im Tageschart, nämlich hier diesen Zwischentief. Äh, wartet mal, ich nehme mal die ganzen Linien hier raus. Ähm, also auch hier, das ist wieder so ein Titel. Ähm, den habe ich auf der Uhr äh, und den habe ich auf der Uhr unten am Supportbereich. Ja, wir sind jetzt hier zur Trendfortsetzung reingekommen, hier an dieser Stelle, also unter dem Zwischentief. Ging es schön nach unten weiter und jetzt nähern wir uns diesem, diesem Supportbereich hier unten. Und da wird es natürlich wiederum interessant, eventuell den Weg nach oben anzusehen. Ich kann hier und heute jetzt schon mal sagen, dass es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich habe das Teil heute auf der Watchlist. Beobachte das hier, was es ist. Hier könnte sich durchaus im heutigen Handelstag bzw. über die Nacht ein schönes ähm, Rebound-Setup äh, entwickeln. Das werde ich dann morgen definitiv hier in der Sendung besprechen. Wenn sich entwickelt, ähm, muss man immer sehen. Hier kann auch komplett der Abverkauf kommen. Aber ich habe das Währungspaar US-Dollar, kann Dollar auf der Uhr. Aktuell sehen wir hier deutlichen Abgabedruck nach unten. Wir sind hier verortet, knapp über dem letzten ähm, Trend tief, was wir hier gehabt haben. Das ist die Marke von ähm, 1,29 knapp 4,90. Und da wird es jetzt interessant, wenn wir uns mal hier den Stundenchart auch anschauen wollen. Oder ich gehe mal kurz in den Vier-Stunden-Chart, da sehen wir die Historie ein bisschen besser. Ähm, da sehen wir auch, wie stark der Ablauf hier nach unten reingeworden ist. Und da ist es jetzt interessant, was hier unten passiert bekommen wir den Abprall, dann sollten wir uns direkt schon mal nach oben hin orientieren. Das heißt, was wir hier dann an dieser Stelle sehen, wäre mal hier dieses Level hier, dieses kleine Ausbruchslevel um die Marke von 1,30,30. 30. Und wenn sich hier die Bodenbildung ähm, sozusagen ergibt, dann ähm, ohne Weiteres den Weg nach oben auch zu planen. Das ist hier mit Sicherheit kein Fehler für die, sage ich mal, Abprallbewegung nach oben hin. Das Ausbruchslevel hier oben um die 1,30,1 beziehungsweise um die 1.31 wäre mal ein Anlaufpunkt. Also hier wird es jetzt sehr, sehr interessant, was der Markt hier macht. Und wenn wir hier mal noch kurz in den kleinen Trend reinschauen wollen, in die 15 Minuten sozusagen. Ähm, das ist das, wo ich jetzt sage, hier können wir schön mal auf eine Bodenbildung warten. Wie sieht so eine Bodenbildung aus? Ich versuche das mal kurz zu skizzieren. Ich hoffe, dass mit diesen skizzenhaften chemischen Dingen auch, sage ich mal, ein bisschen rüberkommt, was ich hier so zeigen möchte, dass diese Bilder für eine Bodenbildung beispielsweise immer wieder gleich aussehen. Ja? Und da kann man sich halt sagen, auf was warten wir denn hier jetzt an dieser Stelle? Und das ist halt der Punkt, den ich hier sehe. Schaut mal hier, wir sind jetzt hier oben schon mal reingelaufen, hier an dieser Stelle ran. So. Jetzt sind wir hier und jetzt können sich hier zwei Dinge entwickeln. Im Kleinen hier eine SKS. Das würde natürlich ganz klar dafür sprechen, dass wir hier in dieses Zwischentief ranlaufen. Das wäre das eine, das wäre sozusagen der Bruch nach unten weg, hier in diesem Bereich. Das wäre dann ganz klar das Zeichen, dass wir hier die Bodenbildung noch nicht sehen. Ja, Also, das ist wirklich hingucken. Das mu mehr muss man da nicht machen. Ja? Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und das sieht man dann schon. Da kann man sich schön mit den Handelsetups hinlegen. Das heißt, wenn es hier unten drunter durchläuft, erstmal weiter Short. Das wäre dann. Dann wirklich der Fall dass wir hier aus der Korrektur weiter nach unten laufen. Das wäre die erste Geschichte so das zweite was wir hier an dieser Stelle sehen allerdings das ist die Bodenbildung und die Bodenbildung hier unten an diesem Level die sieht dann halt jetzt so aus dass wir hier etwas in dieser Art hier sehen. Das wäre die erfolgreiche Bodenbildung mit Kursen über diesem Level. Dann trennten wir nämlich nach oben, nehmen hier auch einen wichtigen Bereich raus und dann können wir uns halt gerade im kurzfristigen Bereich auf die Level stürzen, die hier sichtbar und wichtig sind. Und das sind dann schöne Anlaufmarker, wenn die Bodenbildung kommt für den Rückschnapp. Aber ich habe das auf der Uhr, wie schon gesagt, wir schauen uns das Ganze an. Möglicherweise kriegen wir hier ein richtig tolles Setup im US-Dollar, kann Dollar auf der Rebound-Seite. Oder aber, wenn die Marke wirklich so schwach bleibt, die Potenziale zur Unterseite. Da müssen wir noch kurz abwarten. Aber das wird laufen. So, das wäre es dazu. Dann haben wir US-Dollar, japanischen Yen auf der Liste. Zzt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? So, hier, Japanese Yen. Da, jetzt haben wir ihn, den Bruch zur Unterseite durch. Das ist mal das, worauf wir eine ganze, ganze Weile gewartet haben hier, dass sich der Markt endlich mal entscheidet. Hier sind wir letzte Woche Donnerstag nach unten durchgelaufen, Freitag war verharren, ähm, mit wenig Bewegung, zwar ein bisschen spiky hier an dieser Stelle, aber wir sind hier sehr, sehr schwach reingekommen. Wenn ich mir diesen Markt jetzt anschaue, dann sehen wir hier ganz klar unten, das ist eine leichte Bodenbildung, die hier stattfindet. Das schauen wir uns gleich in der Stunde an. Aber aber ganz klar, wir sind jetzt hier unten durchgelaufen, hier da drüben, das ist das Spike-Low, was wir dieses Jahr gehabt haben. Ähm, und da wird es mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir mit diesem ganzen runtertrendigen hier an dieser Stelle das machen, ähm, was wir äh, haben, die Trendfortsetzung nämlich. Und die hat jetzt tatsächlich das Potenzial nach unten rein. Könnte dann in etwa so ausschauen, in dieser Art und Weise. Ja. Wie auch immer, aber die Richtung ist ganz klar nach unten vorgegeben. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist sehr, sehr interessant, weil hier unten aus diesem ehemaligen Support-Level, unten um die Marke von 104, also von 104, ist jetzt natürlich der Widerstand geworden. Und der sieht interessant aus auf Grundlage der kleineren Zeiteinheit. Schauen wir uns das mal in der Stunde an. Schaut mal. Das ist so ein ganz, ganz klassischer Bodenbildungsprozess. Den haben wir hier schon da. Schaut mal hier. Das hier drüben auf der Unterseite ist der Abwärtsschub gewesen von hier oben schön nach unten reingekommen und was ich hier an dieser Stelle äh, jetzt mal zeigen möchte ist hier schaut euch mal das ist der Trend zur Unterseite hin so Nummer 1 da hatten wir hier in diesem Bereich das letzte Zwischentief und dieses Zwischentief ist übersprungen worden hier nach oben hin das heißt wir haben hier erstmal initial eine dynamische Aufwärtsbewegung gehabt die dann natürlich scharf korrigiert worden ist aber wir haben unten keine neuen Tiefs gesehen der Markt hat sich hier unten wirklich gefangen und wir haben jetzt die sozusagen nach oben zu laufen das heißt aus der Gegenbewegung die wir hier gesehen haben sozusagen dort den nächsten move nach oben zu bekommen und das haben wir ja jetzt schon also hier haben wir die Korrektur so und hier im kleinen ist das was wir jetzt sehen geht der markt schon wieder hoch und korrigiert hier in so eine Art Flagge und das ist das wo man sich jetzt wirklich auf die lauer legen kann das sind diese early bird signals wir sind hier noch nicht im Aufwärtstrend, aber wir sehen, der Markt bildet hier einen Boden und könnte sich nach oben schieben. Und wenn wir jetzt aus dieser korrektiven Flagge Long ausbrechen nach oben hin. Dann ist das mal das erste Indiz dafür, dass wir nach oben wollen. Und da läuft dann sozusagen die Stunde aufwärts, ne? weil was wir in der Stunde dann sehen, ist natürlich, wenn wir hier oben drüber laufen, über dieses Zwischenhoch, äh, bei um die 104, unter äh, 3, was haben wir da oben liegen? 103,6 in etwa. Also wie, ich gucke mal genau drauf, das ist die 103,562. Ähm, in diesem Bereich da oben. Wenn wir da drüber laufen, ja, was haben wir da? Da trenden wir ja im kleinsten schön nach oben rauf. Das sehen wir dann, wenn wir uns diesen Move hier nach oben mal in den kleineren, in der kleineren Zeiteinheit anschauen wollen. Also hier mal in den fünf Minuten, da sehen wir, wie der Markt hier nach oben trendet. Steigende Hochs, steigende Tiefs ist ein schöner Trend. Jetzt korrigiert das Ganze so ein bisschen. Das ist die korrektive Flagge, die ich gesagt habe. Und sobald der hier wieder nach oben trendet, haben wir den Schub zur Oberseite. Und das bringt uns dann hier darauf, dass wir die korrektive Phase in Ausdehnung sehen. Und wenn wir uns das in der Stunde jetzt mal anschauen wollen, Anlauflevel haben wir auch schon da, nämlich hier drüben diese kleinen Spike-Hochs, das sind die Zwischenhochs im korrektiven, äh, im, im, im Abwärtstrend, den wir hier in der Stunde schön nach oben sehen. Und der Lauf nach oben in Richtung dieses Ausbruchslevel, der ist jetzt natürlich da. Hier dort oben haben wir den Ausbruch gehabt, hier in diesen Bereichen. Und das wäre mal ein schöner Anlaufpunkt, wirklich für die korrektive Phase, die wir hier durchaus auch auf der Uhr haben kann. Also hier dieser Punkt oben. Und da sehen wir schon, da spielt die Marke um die 104 doch deutlich eine Rolle. Das ist der Blick in US-Dollar- japanisches Yen. Und dann. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das Fenster noch offen habe. Kurzen Augenblick. So, kleinen Augenblick. Ich will mir schauen, weil wir hatten ja das Währungspaar Euro-Schwedische Krone vor kurzem hier auch da. Ich muss nur mal gucken, ob ich der, das Fenster eventuell noch offen habe. Aber sieht gerade nicht so aus. Gott, ist hier viel offen. Verrückt. Ne, mache ich nochmal mal kurz auf. Kleiner Frage ist hier gekommen zum Währungspaar Euro-Schwedische Krone. Hier einfach mal Chartfenster drauf. So, da haben wir ihn. Frage ist gewesen Umkehr bei 10.18. Wir haben den Markt ja besprochen hier auf dieser Seite zur Schutzseite nach unten hin. Und ähm, ja, das hier an dieser Stelle ist auch gut gelaufen und wenn wir uns das ganze jetzt im Tageschart mal anschauen wollen, ähm, dann sehen wir halt, der Markt ist unten an einem sehr sehr wichtigen Supportbereich jetzt angekommen. Ja, also ich zeichne es mal hier ran, hier dieses Level hier unten an dieser Stelle, das ist der Supportbereich ähm, und da verharren wir natürlich jetzt an dieser Stelle dran, hier unten an diesem Zwischentief hier. Das Level hier unten, das Zwischentief, ähm, das ist knapp, grob die Marke um die ähm, 10, 20 da unten. Ne? Und wenn wir hier jetzt sozusagen uns mal diesen aktuellen Arm anschauen, sehen wir ja, der trendet nach unten, schön am Tief unten rein. Und hier haben wir dieses Support-Level. Und das wäre jetzt interessant zu sehen aus zweierlei Gründen. Denn. Der erste Grund ist natürlich, wir sind hier im kleinsten Bereich auf, der, auf dem Weg nach unten verortet. Ne? Da, so, da, das ist jetzt, da braucht man keine, keine Koryphäe zu sein. Man hat ganz klar hier äh, die Schwankung zur Unterseite hin, ähm, hier in diesem Bereich. Das ist jetzt da, ne? hier auch mit einer Seitwärtsphase und dann der Schub nach unten. Und dieses Level hier oben ist jetzt halt wichtig. Was man hier in diesem Chart allerdings auch sieht, ist die Tatsache, dass wir hier über ein wichtiges Level drüber gelaufen sind, nämlich hier mit dieser ersten Aufwärtsdynamik, die jetzt korrigiert wurde, hat man diesen Bereich hier überschritten. Ne? Und das heißt halt an dieser Stelle, dass der Abwärtstrend erst einmal ein Stück weit rausgenommen worden ist. Ne? Das ist jetzt das Wichtige im größeren Bild. Und das gibt uns jetzt tatsächlich die Chance, hier für das größere Bild eine Bodenbildung zu sehen. Und wenn die tatsächlich kommt, dann können wir uns erstmal hier ähm, auf dieses Level äh, sozusagen fokussieren, oben rauf über die dieses Zwischenhoch hier und dann die Trendwende nach oben einleiten. Soweit ist es hier noch nicht, aber wenn wir hier den Abprall sehen wäre, das mal das erste Indiz dafür und dieses Indiz schauen wir uns jetzt mal kurz im 4 Stunden Chart an und da sehen wir nämlich schon das Level, auf das es jetzt drauf ankommt hier. Hier über diesen Bereich sollten wir drüber, also die Marke von ungefähr 1043. Wenn wir das tatsächlich schaffen, haben wir hier eine erste Abprallsequenz im 4 Stunden Chart gut zu sehen. Die uns dann zur Oberseite reinbringen kann, hier nach oben hin. Das wäre dann mal der Anlaufpunkt, den wir hier oben schon drin sehen. Also, wenn wir hier tatsächlich von unten raufkommen im 4-Stunden-Chart, das wäre der wichtige Marke, den wir gesehen haben. Und wir sehen dann aber auch ein paar planbare Anlaufpunkte. Also, hier schaut mal, hier oben die Marke von um die 10.30, 10.31 ist da. Hier das erste Widerstandslevel um die 1027. Das muss natürlich fallen, sonst haben wir hier Fortsetzung dieser Abwärtsdynamik. Aber wenn es rausgenommen wird, haben wir richtig gute Karten hier, die, äh, die 1031 anzulaufen. Und wenn wir darüber gewuppt sind, ist dieser Trend nach unten hin rausgenommen und dann können wir uns zur Oberseite orientieren und dann haben wir hier oben erstmal diese Level liegen, um die 10.40, dann hier um die 10 knapp 44 dann können wir uns weiter nach oben schwingen, hier die 10,52, die Swing Highs anzuschauen, die 10,57 und dann stehen wir schon oben am Zwischenhoch, dort oben um die 10,66, 10,67. Ne? Da sehen wir mal, das wäre dann wirklich die Planung, wenn der Markt komplett da unten rumdreht, diese Korrektur rauszunehmen und dann die Chance zu haben, hier einen Aufwärtstrend zu bilden, hier oben drüber und dann haben wir hier drüben natürlich noch einige Anlaufpunkte, die wirklich wichtig sind und da ist die Verortung jetzt halt wirklich sehr, sehr schön von unten nach oben rauszunehmen, das kann man sehr, sehr gut in die Trading-Portfolien am besten mit reinzumachen. Also, das beiße das an dieser Stelle äh, hier mit reinzunehmen. Der Blick in Euro-Schwedische Krone. So gut, Fragen zu Währungen. Entsprechend haben wir keine. Hier ist noch eine schöne Diskussion am Laufen. Ich freue mich da auch, dass wir hier auch immer wieder Trader haben. Die sozusagen auch andere Meinung haben, ähm, die Diskussion auch mal anzufachen, könnte gerne auch untereinander führen, ob das jetzt äh, oder wie das äh, jetzt zu sehen ist, die ganzen Zinserhöhungen, äh, beziehungsweise nicht Zinserhöhungen, die ganzen Geldmengenausweitungen und und und. Da gibt es ja wirklich diese zwei Lager. Die eine, die sich sagen, das ist wichtig, um die Wirtschaft zu stützen, äh, um die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten, die anderen, die sich sagen, oh Gott, das ist ja komplett schlimm, das wird uns spätestens, äh, das wird uns irgendwann total um die Ohren fliegen. Das sind halt die fundamentalen Seiten und es ist sehr sehr wichtig, dass diese Diskussionen auch stattfinden, dass man hier einen Meinungsaustausch auch machen kann. Wichtig bei all dieser Tatsache ist allerdings eins und das sage ich an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit, diese ganzen Diskussionen haben keinen Ausfluss auf die Einfluss auf die Börse und wer sich jetzt halt hinstellt und sie sagt, nein, das ist alles ganz, ganz schlecht und ich, ich trete deswegen gegen die Märkte, kann er das gerne machen, aber das ist so die Hoffnung, auf das Punkt, auf, auf den Punkt, dass der Markt wirklich irgendwann mal umkehrt. Solange wie der Markt die eigene Meinung nicht spielt, habe ich gelernt, spiele, was der Markt macht. Ja? Und wenn der Markt die Meinung dann spielt, dann spiele ich auch das, was der Markt macht. Aber wenn der Markt momentan. Die ganzen Geldmengenausweitung einfach braucht, um damit die Wirtschaft weiter funktioniert, dann funktioniert das System halt. Das ist, die, das ist die Modern Money Theory, die hier hinten dran steht. Und diese Diskussion zu führen, ist wichtig, die ist richtig, da bin ich ein Freund davon. Nur beim Trading bin ich ein komplett anderer Mensch. An der Stelle sage ich, tue was der Markt macht. Ja? Und wenn ich der Meinung bin, das, was der Markt hier macht, ist nicht mein Feld, dann trade ich diesen Markt nicht. Aber hey, guys, wenn wir uns mal anschauen, was hier passiert, wie die Kurse sich bewegen durch diese Geldmengenauswertung, wir sind ja aktive Trader, das sollten wir dann nutzen. Und deswegen immer, die eigene Meinung ist wichtig, die Diskussionen sind auch wichtig darum, aber am Ende. Wer an den Märkten Geld verdienen möchte, der kommt nur in die Situation, dass er langfristig Geld verdient, wenn er das tut, was die breite Masse an den Märkten macht und sich dieser Masse anschließt. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und bis morgen um 8.30 Uhr mit dem nächsten Blick in die Märkte. Tschüss.